Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Das letzte Mal habe ich ja hier eine Mission gemacht, die ziemlich lange ging. Ja, ich will da lieber gar nicht drüber reden. Und jetzt habe ich hier noch was entdeckt. Der wird ihn gleich abmurksen. Wenn ich das so sehe. Aber das war's schon. Und er hat's überlebt. Er leider nicht. Ah, Sixth Street wieder, natürlich. Sieht mir nach einem Cop aus. Irgendjemand lebt noch. Und das war's. Ups, den wollte ich nicht treffen. Schade und sorry. Den allerdings schon. Gibt's da was im Auto? Natürlich nicht. Einfach Leute, kaltblutiger Morden, nicht blutig. 4. Fall gibt es hier wieder einen Questgegenstand. Daher ein bisschen was Interessanteres. Offensichtlich. Schon wieder zu viel. Ich muss echt wieder mein Inventar aussortieren. Die Smart-Waffen. Zerstöre ich jetzt einfach mal. Noch dieses Maschinengewehr. Die TKI-Schingen, das ist die, von der gesprochen wurde. Wenn die ziemlich viel wert sind eigentlich. Ich muss sowieso wieder mal ein bisschen schauen, was und welche Waffen ich hier ausrüste. Fertigkeiten Splitter, sehr nice, ein Gespräch. Schnapp dir ein paar Chums und geh zur Baustelle bei Sanamara. Misch die Arbeiter dort ein bisschen auf. Mach ihnen Angst, niemand darf weiter an den Bauprojekten arbeiten. Soll ich ihnen sagen, dass du mich geschickt hast? Nein, scheiß auf die Arbeiter, die Nachricht ist für Willis. Willis? Der Bauunternehmer? Genau der. Ich dachte, der arbeitet mit Mietek zusammen. Jetzt nicht mehr. Okay. Da gibt's noch eine Kiste. Naja, eine Schallplatte. Nichts Spannendes. Aber Judy hat uns geschrieben. Hey, Eve wurde heute beerdigt. Kolumbarium bei North Oak, was es dich interessiert. Danke für die Info. Okay, kein Problem. Mach's gut. Schade, ich wollte eigentlich auch noch fragen, wie sie geht. Ich
Ich dachte, ich könnte beides auswählen. Natürlich geht's jetzt nicht ran. Aber dann würde ich vielleicht irgendwann nochmals ins Kolumbarium gehen. Um Judys Grab anzuschauen. Doof. Ich dachte, ich könnte ihr. Könnt Judy auch noch fragen, wie es ihr geht. Nicht nur danke für die Info, was ein bisschen kaltblütig ist. Ne, kaltherzig. Aber okay. Dann halt. Na Leute, geht's hier rein? Nee, nicht. Ich glaube, hier gibt's sonst auch gar nichts. Oder doch noch eine Kiste. Delamain. Liebe Miss V, ich glaube, die Ursache der technischen Probleme in meinem System erkannt zu haben. Jedes Delamain-Fahrzeug ist mit einem vereinfachten KI-Kern ausgestattet, der für seine Autonomie verantwortlich ist, was der Kontakt zum Hauptkern unterbrochen wird. Leider verursacht jedes Autonomieprotokoll in einer KI, selbst wenn es nur ein sehr einfaches ist, ein gewisses Maß an Komplexität und Unsicherheit. Wenn meine Einschätzung korrekt ist, haben diese individuellen KI-Kerne vor, das Delamain-Netzwerk zu verlassen und dauerhaft unabhängig zu werden. Du meinst, dass deine Autos selbstständig denken können? Habe mich auf dem Laufenden, vielleicht ist es ein Virus. Es tut mir leid, meine Erklärung war wohl etwas unklar. Da die Situation äußerst komplex ist, würde ich gerne eine Metapher verwenden. Stellen Sie sich ein menschliches Organ vor, dem es an lebensnotwendigen Ressourcen fehlt und das zur Überkompensation anwächst, wie bei einer Kardiomegalie beispielsweise. Leider handelt es sich in meinem Fall um eine Krankheit, nicht um Evolution. Weißt du, wie es dazu gekommen ist? Das ist tatsächlich die Frage. Zuerst vermutete ich, dass die zunehmende Komplexität der Software sowie ihr Bedürfnis nach Autonomie dazu führten, dass die Fahrzeuge ipso facto unabhängig wurden. Dennoch ist ein Virus natürlich nicht auszuschließen. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig betroffen werden? Ich analysiere derzeit einen Glitch, der auftrat, kurz bevor der Kontakt zu den Fahrzeugen unterbrochen wurde. Vielleicht finde ich darin eine Antwort. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich melde mich wieder. Schick. Sag mir Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Takemura. Unser Gespräch auf dem Dach. Bakeneko. Können eine menschliche Gestalt annehmen. Manchmal verschlingen sie sogar ihren Besitzer und nehmen seinen Platz ein. Behalte das als Warnung. Nur ein Bild, keine Perlen der Bushido-Weisheiten? Nicht alle Narren sind Diebe, aber alle Diebe sind Narren. Takemura Goro, 2077. Wie wäre es mit Abendessen zusammen und zwar was Netteres? Bist du dich nicht auch mal einsam? Was hältst du davon, ein wenig Gesellschaft? Wahrscheinlich kommt da keine Antwort darauf. Denn Takemura ist Gene, der einsame Wolf. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ne, nimmt leider nicht ab. Ich würde sagen, ich würde ein paar Sachen verkaufen. Zum nächsten über. What the fuck?
Übergabeort. Er ist fast ein bisschen näher, 270 Kilometer. Meter. Kilometer wären ein bisschen heavy. Pena Yaro. Ah, Pepe. Danke nochmal. Vielleicht weiß ich nicht alles über Cynthia. Aber ich weiß, dass sie mich liebt. Scheiß auf alles andere, ne? Ja, Pepe. Willst du mir irgendwas sagen? Ist es ein Bug? Schade, ich konnte ihn nicht aufhalten. Bevor den anderen abknallt. Ich glaube, das mit Pepe gerade ist ein Bug. Zumindest möchte er nicht mehr verschwinden. Ziemliches Sauwetter hier. Archiviertes Gespräch zwischen Arcadius Loaf und Spencer Young. Ben klaut Einzelteile. Wer? Du weißt schon, Ben, unser Mechaniker. Hast du Beweise? Ist eine ernste Anschuldigung. Also, hast du welche? Warte, lass mich ausschreiben. Also, es hat alles angefangen, als mein Wagen vor ein paar Tagen mitten auf der Straße schlapp gemacht hat. Hab natürlich um Hilfe gerufen. Nach einer Weile kommt dieser Typ vorbei und sagt, komm zur Sache, Loaf. Moment, er hat mir gesagt, also eigentlich hat er gefragt, ob ich billige Ersatzteile in meinem Wagen eingebaut hätte. Und ich denke mir nur so, welche Ersatzteile überhaupt? Tschum, hör auf, hör einfach auf. Hä? Was meinst du? Ich hab schon verstanden, was Sache ist. Ich will mir nur nicht noch einen von deinen verdammten Romanen durchlesen. Ben hat Teile in unsere Autos mit billigeren Teilen ausgetauscht und die teuren dann selbst verhökert. Genau. Dann schnappen wir ihn uns. Wie schnell kannst du herkommen? Bin in 30 oder 40 Minuten da. Okay, wir sehen uns. Okay, das mit Pepe nervt gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich laufe da kurz hin, mache mein Inventar ein bisschen sauber. Und leere vor allem. Was angefangen? Worden. Kannst mich hier rauslassen, danke. Ich glaube, da fehlt ein Auto. Ja gut. Weil das ein Bug ist, würde ich sagen, war es das für diese Folge ein bisschen kürzer als die anderen. Pepe möchte nicht mehr verschwinden. Doof. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Cyberpunk und ich hoffe, ich denke daran, dass ich vorher meinen Inventar ein bisschen ausmiste.
jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Vielen Dank und tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.